Ja, war ein überragendes Gefühl. Ich habe mich gefreut und dann auch noch 45 Minuten so lange, damit habe ich erstmal nicht gerechnet. Aber durch die Verletzung von Kahn dann in der Halbzeit reinzukommen, 3 Punkte mitgenommen zu haben, ist natürlich dann besonders schön. Als ich dann erfahren habe in der Halbzeit, dass ich tatsächlich reinkomme so früh, war ich, glaube ich, teilweise genauso aufgeregt wie vor meinem Profidebüt damals in Aachen. Es gab zwar die eine oder andere Situation im Zweikampf, wo ich dann nochmal ans Knie gedacht habe, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich dann okay vom Kopf her. Wir sind natürlich sehr optimistisch. Wir haben uns das jetzt erarbeitet in der Rückrunde. Trotz vieler Ausfälle und trotz vielen schweren Situationen sind wir immer wieder rausgekommen und haben unsere Punkte eingefahren. Ja, und dann wollen wir natürlich jetzt auch den sicheren Champions-League-Platz verteidigen. Nach der Hinrunde hat uns, glaube ich, keiner mehr zugetraut, da überhaupt mal an den Champions-League-Plätzen dran zu riechen. Und bei den Ausfällen, die wir hatten, wenn die alle zurückkommen in der nächsten Saison, dann wird es auch für den Trainer schwer, da eine Elf auf dem Platz zu finden, weil, ja, weil alle eine enorme Qualität haben. Das haben die Jungs, die in der Hinrunde jetzt auch mal dahinter waren, haben die das in der Rückrunde gezeigt, dass sie das kompensieren können und dass wir enorm viel Potenzial im Kader haben. Ja, das ist natürlich bitter. Er weiß das selber, dass es eine Dummheit von ihm war. Gut, kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber wie gesagt, wir haben viele Ausfälle bisher kompensieren können in dieser Saison. Und das werden wir versuchen, auch jetzt am Wochenende noch zu machen.